Hey ho, heute kriege ich wieder Besuch. Der bleibt bis Sonntag. Und naja, der habe ich auch noch eine Gemeinheit für den vorbereitet. Dazu später mehr. Ich muss jetzt noch schnell den Deckel von der Weberkugel ein bisschen sauber machen, die Platte abschrubbeln bzw. abbrennen, dass der nicht einen Riesenschreck kriegt, wie es bei mir aussieht. Lang nichts mehr richtig gegrillt, aber das Wochenende in diesem Video, in dem nächsten Video geht es hier heraus ab. Ja, dann würde ich sagen, den Film ab, Vorspann zu Ende und naja, er müsste ja bald kommen. So Leute, wir fangen an mit dem Video. Was gibt es in diesem Video? Ich mache leckere Ananasburger, Hawaii-Burger der ganz heftigen Ananasart. Und wer darf mir dabei helfen? Servus! Evans, hoi man! Ja, der Chaot. Bin ich auch mal wieder bei dir. Für dich habe ich heute noch eine ganz heftige Überraschung. Ja, da freue ich mich schon. Du musst dein Versprechen einlösen. Was für ein Versprechen? Ja, okay. Ich weiß gar nicht, was ich versprochen habe, aber mach mal. Das, ja. das wirst du erleben. Ja. Die Platte hinten habe ich abgebrannt. Die darf jetzt auskühlen, dann wird sie wieder eingefettet. Ja, und der Grill brennt noch aus. Mhm. Und was machen wir im nächsten Video? Wollen wir spoilern? Ja, können wir schon. Dann hol doch mal deinen Brocken daher. Hoppala. Fällt er fast auf die Nase. Also nächstes Achtung, Video. Spoiler, wer es nicht sehen will, überspringen. Genau. Tun wir ein kleines Schichtfleisch machen, auch in hawaiianischer Art. Das ist ein bisschen groß und ein bisschen viel. Wir tun da ein bisschen was wegschneiden, weil wir sind nicht so viele heute. Jo. Und dann gucken wir mal, genau, was daraus wird. Genau. Und dann eventuell morgen Vormittag, morgen früh noch ein schnelles Frühstücksvideo. Ja, auf jeden Fall. Hört sich geil an, oder? Ja, klar. Gut. Ja, also bei mir auf dem Kanal seht ihr dann so, wie das alles so funktioniert. Auch funktioniert. Ich schaue ihm ein bisschen über die Schulter. Also er macht einen Zusammenschnitt. Genau, genau. Und ich mache die richtigen, ordentlichen Videos, dass wir hier auf dem Kanal mal wieder richtig was gegrillt haben. Genau. Sehr geil. Und Rezepte stehen auch bei ihm dann. Bei mir stehen ich schreibe keine Rezepte. Ja, dann stehen da bei mir die Rezepte. Oder? Bei mir müssen die Leute selber mitschreiben. Ja, okay. Ja, jeder soll Arbeit haben. Okay, ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Oder? Wir fahren noch schnell zum Shoppen für den Burger und danach legen wir gleich mal los. Dann wären wir schon bei der kleinen, feinen Übersicht. Wir haben hier, ich glaube, 500 Gramm Hackfleisch war das. Irgendwie sowas um den Dreh rum. Dann habe ich hier Ananasscheiben in der Dose. Für den Burger ist es vollkommen ausreichend. Frische Ananas gibt es dann später vom Heumann oder mit dem Heumann. Hier habe ich eine Scheibe Toastbrot klein gehäckselt und ja, mit ein bisschen Milch versehen. Können wir eigentlich auch gleich mit hier reinschmeißen. Dann kommt ein Ei da rein. Mach mal den Ding auf bitte. Schmeiß. Ja, und jetzt muss ich mir erstmal hier wieder die Flossen sauber machen. Weg damit. Was ich jetzt noch vergessen habe, das werden wir wahrscheinlich auch gleich noch brauchen. Semmelbrösel oder Paniermehl. Was haben wir denn noch hier alles? Ja, ein bisschen Paniermehl, weil falls es zu matschig ist, können wir da noch ein bisschen was reintun. Dann kommt hier gleich mal ein bisschen Ananassaft noch mit rein. Also heute wird es mal richtig ananassig. Dann hauen wir gleich mal noch ein bisschen Currypulver mit rein. Das war die größere Öffnung. Jetzt habe ich die Zutaten über sich gar nicht fertig gemacht. Egal, den Butcher's Burger Cheese, der ist so geil. Also den kann ich wirklich bloß empfehlen. Dann haben wir hier das India Rub vom Johnny von der Grillshow. Kommt auch ordentlich was mit rein. Da ist ja schon Curry mit drin. So. Und ich schnapp mir jetzt hier drei Scheiben Ananas. Und Burger Buns natürlich nicht vergessen. Ach so. Bitteschön, Heumann.
Wenn ich schon eine Knetmaschine da habe, eine mechanische, dann wird die auch eingesetzt. Ja, dann machen wir das doch, oder? Alles klar. Und du fragst dich jetzt, was macht der Sack mit der Ananas? Ja, soll er die Ananas klein machen? Ja. Kommt die Ananas dann da rein, oder? Richtig. Das ist mal eine ganz gute Kombination. Die nimmt dann auch noch richtig das Fleisch und dann richtig den Ananas-Geschmack richtig auf. Genau das ist der Plan. Oh, dann werden sie richtig geil, glaube ich. Das wird dann auch richtig gut. Das wird echt gut. So, und dann darf er jetzt erstmal ordentlich durchkneten. Das ist noch lange nicht gut. Kein Problem. Macht die Kneterei Spaß? Ja, klar. Super. Also ich habe jetzt noch ein bisschen von dem Paniermehl mit hinzu. Jetzt sieht das Ganze soweit recht ordentlich aus. So. Das wird eine gute Masse. Dann klatsch mal den Teig hier drauf. Und den machst du jetzt in zwei gleichmäßige Stücke. Machen wir schöne Kugeln. Ja, machen wir mal schöne Kugeln. Ja, fühlen Sie gleich groß an. Fühlen Sie gleich groß an. Okay, dann kannst du hier zwei schöne Patties formen. Hast du nicht die Presse? Natürlich habe ich die Presse. Aber wegen zwei Burgern hole ich jetzt nicht extra die Presse. Alter, okay. Wir wollen doch alle sehen, wie Heumann das mit der Hand macht. Okay. Mit der Hand, klar, also im ungefähr gleichmäßig, aber es sieht glaube ich gar nicht so schlecht aus. Ja, sieht doch gut aus. So die andere? Ja, ein bisschen platter kannst du noch drücken. Ja. Bisschen gut. So, passt. Nächste auch noch. Ja klar. Was? Mach mal. Alles klar. Also für was soll ich Gerätschaften holen, wenn ich eine Maschine da habe? Ja, ich bin ja auch eine Maschine. Gut, Leute. Dann schnappen wir uns dann noch ein paar Scheiben Ananas, den Käse, den Currypulver, Ketchup und die Burger Buns. Und dann können wir auch schon rausgehen. Mhm. Am Butterschmalz nehme ich noch mit raus. Wenn du so schön beim Filmen bist, dann kriegst du jetzt auch die tragende Rolle, wo du unser wunderschönes Holzbrett von Gourmetholz hinaustragen kannst. Mhm. Ja, dann mache ich das jetzt. Ja. Alles klar? Okay. Freunde, ich befürchte fast vom Auskokeln, hätte ich jetzt fast gesagt, vom Ausbrennen, ist immer noch genügend Hitze da. Und darum schmeißen wir die Platte gleich da drauf. Ja. Dann machst du es so rum. Butterschmalz? Ja, ein klitzekleines bisschen Butterschmalz. Einfach, dass wir da ein bisschen was drauf haben. So, mit der Finger abreiben, auch schon egal. Das verschmilzt hier alles. So, dann lassen wir ganz kurz die Platte warm werden. Die Buns können wir auch gleich drauf klatschen, dass die ein bisschen angetoastet sind. Ich habe die Cam vergessen. Dann nehmen wir unsere Buns runter. Das reicht mir schon soweit. Ein bisschen angetoastet eben. Fertig.
Wie es brutzelt. Super. Obwohl. Der Vergleich. Warte, warte, gut. Das musst du ja auch noch filmen hier. Ja, klar. Ah, oh, das wird super lecker. Da freue ich mich schon drauf. Grillschanke hier am Berg. Ey, ja, das hätte ich brauchen hier. Definitiv. Junge, 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 die haben richtig rasch da rum, Alter. Die sind gut durch. Jetzt noch von der anderen Seite. Ja, die sollen schon gut durchgebraten sein. Ja. Und hier der hintere wird sowieso früher fertig sein, weil wie man sieht, an der Ananas hat da hinten wesentlich mehr Dampf als vorne. Schauen wir, dass wir auf die auch noch ein paar Aromen, Röstaromen drauf kriegen. Ja, so eine grillte Ananas ist echt was Geiles. Ja. Beziehungsweise könnten wir eigentlich schon den Käse drauf tun, oder? Richtig. Ja. Komm, schnappst du die Käsescheiben? Ja. Ja, leg sie genau in die Mitte, weil der Käse schmilzt und läuft dann eh außen runter. Ja, ich kann es noch warten. Jetzt so. Jetzt so. Jetzt gibt es gleich das Paper, die Folie. Ja, das wollen wir immer dazu. So. Jawohl. Perfekt. Traumhaft. Tja, ich würde mal sagen, die sehen doch richtig schön gelb aus. Viel Curry und viel Ananas. Boah, ich bin mir halt jetzt absolut noch nicht sicher, ob die jetzt schon wirklich durch sind. Darum mache ich hier mal so einen kleinen Abschnitt. Abschnibberle. Oh. Aber das sieht gut aus, das sieht gut aus. Heiß? Bauen wir zusammen? Bauen wir zusammen. Lässt du die Cam an? Ich frage ja bloß, dann lass ich sie an. Welcher von den beiden, meiner ist es ja klar, der hier, da ist mehr Ketchup drauf. Für unsere Ketchup-Nase. Kann ich gar nicht verstehen, ich weiß gar nicht. So. Nochmal ein bisschen Curry oben drüber. Wieder die falsche Seite erwischt. So. Da haben wir übrigens ein bisschen mehr Butterschmalz abbekommen, aber egal. Das gibt Geschmack. So. Ab in den Hals. Junge, hey. Total, total einfache Burger. Und mit Sicherheit richtig geil. Ja, mal gleich so einen kleinen Smoothie-Snack. Heiß, heiß, heiß. Also. Ja, gut, halt. Aber richtig geil. Also, das Curry, Hammer. Oh, oh, geil. Ich krieg's. Warte mal.
Ja. Oh, Ketchup. Ich liebe Ketchup. Ich habe mich schon gewundert, wo du so wenig drauf machst. Ja, schon wenig. Aber jetzt weiß ich, welche Folge meine ist. Ja. Also Leute, Hammer. Machen wir gleich noch das Fazit, dann ist das erste Video fertig. Mein Fazit, einfacher Hawaii-Burger mit viel Ananas, verdammt viel Ananas, richtig geil. 100%ige Nachmachempfehlung. Wenn der nicht so heiß wäre. Aber der ist hammergeil. Jo. Fazit. Also mein Fazit. Hammergeil. Einfach hammergeil. Ist lecker, einfach. Kann jeder nachmachen. Braucht man nicht viel. Einfach geil. Ja. Da freue ich mich dann auf das Schichtfleisch, wo wir nachher noch machen. Das ist aber dann das nächste Video. Leute, wir sehen uns. Ja, und bis demnächst auf alle Fälle. Ciao. Und du hast jetzt gar nicht gesagt, die sollen mal ein Abo da lassen. Doch. Nein, hast du nicht gesagt. Okay, lasst mal ein Abo da. Lasst ein Like da, schreibt mal in die Kommentare. Wenn das nachmachen hat, auf jeden Fall. Und ganz genau. Und er kriegt im nächsten Video seine Überraschung. Da bin ich gespannt, was das für ein Scheiß wird. Aber jetzt, ciao, aber egal. Ciao.